Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind immer noch in diesem Dungeon hier drin. Ich habe den Namen ehrlich gesagt vergessen von dem Dingen. Und anscheinend, im alten Großheiligtum sind wir immer noch. Und anscheinend kriege ich jetzt tatsächlich meinen Lava-Hand-Fight. Ja, und es sind sogar zwei Hände. Ja, okay, ich werde hier hochgehoben. Und ich denke, der Schlüssel zum Fight werden diese Früchte hier sein. Ah ja, okay. Natürlich. Natürlich geht die Wasserblase nicht kaputt, obwohl Link komplett ins Maul gehauen wird von dieser Lava-Hand. So. So sieht's nämlich aus. Und ja, die ist auf jeden Fall schon mal down. Du Drecksau, ey. Gib das Ding jetzt hoch. Sorry. So. Gib her. Kommen Sie zu, dass du Land gewinnst. Irgendwann ist Schluss. Das war's schon? Okay. Oh, nice. Ihn können wir jetzt auch befreien. Ey, ich hab gesehen, wie du die Ungeheuer eben fertig gemacht hast. So wirklich erste Sahne, Kleiner. Jetzt sollst du noch was Tolles tun und mich hier runterholen. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ja schon auf dem Weg. Oh. Nice. Kriegen wir jetzt... Im Ernst. Kriegen wir jetzt von ihm die... improvisierten... Improved. Daran habe ich gerade gedacht, ans englische Wort. Aber nee, improvisiert meine ich natürlich nicht. Ich meine die verbesserten Klauen. Juhu, endlich in Freiheit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Und jetzt sag bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher. Klar. Wusste ich's doch. Was solltest du auch sonst hier? Die Legende der schlafenden Statuen. Was trägst du denn da für alte und unansehnliche Klauen? Ja, Mann! Warte mal. Gut. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. Sorry. Ich weiß nicht, was gerade los ist. So, da wären wir. Keine Sorge. Wir sind nicht schmutzig. Waren ja auch die ganze Zeit in einer Truhe drinne. Die sind was ganz Besonderes, also pass gut drauf auf. Zeit zu gehen, man sieht sich. Ja, Mann. Nice. Und da sind sie. Du hast die Mogma-Klauen erhalten. Solche Grabklauen bekommen selbst Mogma nur selten zu sehen. Mit ihnen kannst du dich sogar unter der Erde vorwärts bewegen. Halte Ausschau nach geeigneten Löchern. Ja, und jetzt können wir endlich diese Löcher benutzen, die wir schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Ja, und anscheinend sollen wir auch direkt darüber. Nice. Angreifen? Okay. Ey, Kleiner. Hier findest du die Klauen, die ich dir gegeben habe. Mega geil. Wenn du die Oberfläche sehen willst, musst du ZL drücken. Verstanden? ZL drücken, um die Oberfläche zu sehen. Vergiss das nicht. Naja, alles gut. Hier unten sind wirklich eine Menge Rubine, ey. Holy shit. Kisten kann ich nicht zerstören, ne? Ne. Okay.
Hier können wir auch noch rumkrabbeln. Und da können wir hoch. So, pusten wir das mal hier weg. Weiß zwar nicht, was das bringen sollte, aber genau für solche Fälle macht man so etwas. Was zum... Was ist das denn? Oh, ey. Sorry, sorry, sorry. Glaube, ich werde schon wieder krank, ey. Das im Sommer. Na gut, das letzte Mal bin ich krank geworden, weil ich im Schwimmbad war und dann draußen rumgerannt bin. War auch nicht der wärmste Tag. Das war auch nicht der kälteste, aber hätte man sich schon denken können, dass wenn man nach so einer langen Zeit mal wieder im Schwimmbad ist und dann komplett nass rausgeht, dass man sich irgendwas fängt. Aber jetzt? Ich, naja, hab halt echt nichts gemacht. Zumindest nichts, was eine Erkältung rechtfertigen würde. Oh, okay. Brauchen immer noch einen Schlüssel. Ach, stimmt. Hier wurde das Ding ja aufgemacht. Ja, und wenn ich jetzt nochmal krank werden sollte... Wäre natürlich extremer Betrug, ne? Habe nichts falsch gemacht. Aber trotzdem krank geworden. Nee. Nee, nee. Hoffen wir mal das Beste. Und, hoffen, dass ich keine Erkältung bekomme. Ach, scheiße, ey. Link, mach jetzt vernünftig. So. Nützt das überhaupt was? Nö. Ja, gut. Oh. Ah, das ist eine Wand. Gut, das dachte ich mir schon. Weil ich glaube, die Statuen kommen immer nur aus dem Boden rausgegraben. Jetzt versuche ich mal einen Kreis zu machen. Oh, lol. Okay. Na gut. Wollte eigentlich versuchen, Feen herbeizurufen. Aber gut. Das ist natürlich nützlicher als Feen. Gerade da wir... Ja, da wir alle drei Flaschen voll mit Feen haben. Wie komme ich jetzt hoch? Wie komme ich jetzt wieder... Ah. Okay. Habe ich anscheinend voll übersehen gerade. Rüber da. Nein, Link, du Spacken, ey. Gut, muss ich mich halt beeilen. So. Nervigen Drecksäcke hier, ey, Alech. Oh, da drüben ist eine Truhe. Und da ist die Boss-Tür. Ne, da kann ich nicht hochklettern, ne? Ne. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Oh, hier ist noch einer. Mensch, was machst du hier? Ey, du kommst mir gerade recht, mein Freund. Weiß zwar nicht, was du hier suchst, aber könntest du meine Fesseln lösen? Jo. Für dich ist auch was drin. Wenn du mich runterholst, erzähle ich dir ein tolles Geheimnis. Du interessierst dich doch für Schätze. Ja, eher für die Flamme, aber Schätze sind auch nicht schlecht, ne? Ah, das Herz nehme ich auf jeden Fall noch mit. Hä? Ach so.
Ja, okay. Ich dachte gerade, da wäre noch irgendwie ein Gang oder so, aber habe ich mir anscheinend eingebildet. Na gut. So, da geht's lang. Und rüber da. Ah, okay, ich kann hier noch weiter gehen. Hä? Da unten komme ich aber nicht lang. Okay, ich muss das hier erst betätigen, damit hier offen gemacht wird, richtig? Ja. Und dann darf ich hier drüben dran. Gut, gut, gut. Alles klar. Schlimmer wäre es gewesen, wenn wir es jetzt erst später hätten betätigen können. Weil wir, keine Ahnung, erst irgendwas anderes freimachen müssen. Oder ein anderes Rätsel lösen müssen, was auch immer. Aber so ist mir das dann auch recht. Ah, okay. Und damit können wir jetzt was machen? Ah, ja, ja, ja. Okay. Klar. Zack. Und Flammen aus. Und was war da? Na, nichts. Okay. Hm. Ja, komm. So. Ah, hier. Okay. Zack. Und runter. Ja, endlich frei. Jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Als ob ich dir etwas über die geheimen Schätze... Was ist das? Das sind doch die Clowns aus der Sammlung meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Ja, hab ihn gerettet. Moment mal. Ich möchte etwas geben. Warte mal kurz. Bin gleich wieder da. Okay, von ihm bekommen wir auch was. Na gut. Hier, nimm das. Dort findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Hinterlist erschlichen habe. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Hörst du mit so? In diesem Raum hier befindet sich ein Geheimzimmer. Sag niemandem, aus welcher Lage du mich da befreit hast. Kann nichts versprechen. Du Unmensch! Willst du etwa, dass ich dich anflehe? Ah! Zum Teufel? Alter, ach Mann. Ein Moment. So ein Quatsch, ey. Sorry dafür. Ey, so sieht man sich wieder. Ey, Silvo, was geht? Tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was er da sagt, stimmt alles. Von irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windzug. Ich bin mir sicher, dass hier die Information in dieser Truhe von Nutzen sein wird. Die Karte? Dungeon-Karte? Weil sonst wüsste ich nicht, wie wir... Jawoll, da ist sie, die Dungeon-Karte. Oh. In diesem Raum gibt's eine falsche Wand. Hinter dieser Wand befindet sich ein weiterer Raum. Dort wimmelt es von Ungeheuern im Untergrund. Deshalb halten wir uns fern von dort. Es könnte dort auch einen Geheimgang geben. Okay, ich würde gern da zu der Truhe. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Man muss dann hierher und dann darauf, oder was? Oh Gott, ey, dann muss ich schon wieder zurücklatschen. Ach komm, da hätte ich auch früher drauf kommen können, dass man da irgendwo her kann. Na gut. Sorry. So. Na komm, dann aber wenigstens zügig. Nerv mich nicht da oben. Sonst gibt es gleich Klatscher.
Okay. Von hier aus jetzt nach. Nach links. Moment mal, hä? Wo muss ich denn lang? Hier oder nicht? Hier muss ich doch dann wieder zurück. Klar, ich nehme natürlich die Rubine mit. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und dann hier hoch. Ja, sieht richtig aus. Da müssen wir lang. Oh Gott, ey. Nee, da können wir gar nicht mehr lang. Ja, wunderbar. Super! Feier ich! Bockt sich auf jeden Fall. Ach, Mann, ey. Oder Moment. Oh, dumm. Ja, ja, dumm, dumm, dumm. Hätte nicht gedacht, dass man da einfach drauf springen kann. Okay. Was soll's? Rüber da. Und dann hier lang, richtig? Ja. Hier haben wir gegen den Echsentypen gekämpft. Ist aber kein neuer gespawnt. Soll mir recht sein an der Stelle. Und dann... Ja, hier können wir uns jetzt... Okay, okay, wir konnten da gar nicht lang. Wir konnten da gar nicht lang. Zack. Und jetzt können wir da auch lang. Moment mal. Steht irgendwie, dass man von unten her muss, oder nicht? Das Ding hier lässt sich öffnen. Na gut, und... ach so, Moment, Moment! Ja, da war ja Lava. Da habe ich mich gerade noch gefragt, wie man daher soll. Aber klar, wenn man hier so eine Frucht bekommt. Nicht dein Ernst jetzt. Aua. Kann man da wieder hoch? Ja, sehr schön. Können wir den besiegen? Und wenn ja, ist das... Ja, doch. Doch, können wir ruhig machen. Können wir ruhig machen, weil wir kommen ja über den anderen Weg hier. Kommen wir ja wieder hoch. Ach, und da fließt jetzt auch die Lava ab. Okay. Ich dachte, man muss hier da den Wassertropfen benutzen, um hier rüber zu kommen. Aber nö. Wenn wir den besiegen, fließt die Lava ab. Und dann können wir an die Truhe hier. So, da muss jetzt aber was richtig Geiles drin sein.
Du hast eine Flasche erhalten. Bewahre verschiedene Dinge darin auf. Okay. Das lohnt sich in der Tat. Eine Flasche in einem Dungeon. Hört sich ja fast nach Girahim an. Okay. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass da eine, dass man sich da eine Flasche holen kann. Ich meine, eine Flasche ist schon krass. Ist schon krasser Loot. Das hört sich so nach Ironie an, aber nein. Es ist halt ein Zelda, ne? Es ist halt ein Zelda-Teil. Da gibt es halt nur 4 Flaschen oder meistens nur 4 Flaschen. Es wird mir jetzt zumindest keine einfallen, indem man irgendwie 3 oder 5 Flaschen hatte. Und, es ist halt ein Item, was begrenzt ist. Es ist quasi so wie, wie der Greifhaken. Nur halt, dass man es öfter benutzen muss, kann, was auch immer. Es ist halt so ein Allzweck-Gegenstand. Okay, da müssen wir anscheinend an die Truhe. Sonst kommen wir nicht weiter. Also, Mann, er zieht die ganze Zeit nach rechts. Das ist dieser Müll-Joy-Con, ne? Da sieht man's. Ich hab's gerade. Ich bewege den gerade nicht. Und er zieht trotzdem einfach manchmal irgendwo hin. Das fuckt so ab. Na gut, ich muss ihm vielleicht mal eine Reparatur geben, den Joy-Con. Und ich hätte hier tatsächlich auch erstmal die Schatztruhe ruhig öffnen können, bevor ich nochmal zurückgehe. Ich meine, geht's da gar nicht weiter. Ja, okay, hier muss die Fake-Wand sein, ne? Ja. Alles klar. Sehr nice. Bomber haben aber eine richtig heftige Durchschlagskraft, Alter. What the hell? Ich geh nochmal hoch. Ich will wissen, was links war. Nichts. Okay. War es aber wert. Ich finde, es war es wert. So, 20 Rubine. Komm, mach hinne. So. Er rastet jetzt aus. Und er geht geradeaus. Und er rastet jetzt wieder aus. Beruhig dich. Beruhig dich. So. Und down. Bis dann. Gut, wir hätten zwar auch direkt weitergehen können, aber ist ein cooler Gegner. Ist quasi wie so ein Miniboss, also weiß nicht, warum wir ihn skippen sollten. Okay, da ist einfach nur ein Shortcut. Zurück. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Ja. Damit können wir jetzt da an der einen Stelle weitergehen.
Wo ist dann auch... Ja. Ich glaube schon zur Boss-Tür geht. Oder? Da geht's her. Da ist dann schon die Boss-Tür. Aura der Flamme. Da hinten ist sogar noch... Was ist denn hier in dem Raum? Ist einfach nur so ein kleiner Raum. Der augenscheinlich erstmal für nichts Gutes. Diese Drecksviecher da oben, ne? Meine Fresse. Okay, hier direkt rechts. So, endlich geht's mal ein Stück weiter hier. Was soll denn hier sein? Da ist doch gar nichts. Oder ist da ein... Nee, Shortcut kann da auch nicht sein, oder? Ach nee, okay. Ach, sorry. Nee, Moment. Ich dachte, da müsste man vielleicht diese... Da müsste man vielleicht irgendwas aktivieren, damit man weiterkommt oder so, aber... Was ist denn da oben? Okay, schauen wir einfach mal nach. Schauen wir einfach mal nach. So, der Monsterhorn brauche ich nicht. Das Herz brauche ich aber. Oh, da ist ein Schalter. Dieser Teil vom Dungeon wichtig? Er wirkt halt absolut unwichtig, ne? Ach! Platio! Uff, was für ein Tag! Wenn man nichts findet, ist die Schatzsuche nur halb so lustig. Ja, das stimmt allerdings. Ah! Ey, hier geblieben. Du Drecksau. Was soll der Scheiß? Ah, ein grünes Ungeheuer. Ah, wie konnte es mir nur bis hierhin folgen? Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ey, was willst du hier unten bei uns, Mogma? Was auch immer du versuchst, wenn du mir nicht den Weg versperrst, dann komme ich dir. Ja, deswegen müssen wir... Jetzt versuchen, ihn quasi in eine Schachmatt-Situation zu bringen. Ja, genau. Nein. So eine Scheiße, ey. Der muss... Ja, der muss entweder hier nach... Und doch, der muss einfach da nach unten krabbeln. Oder nach oben. Also rechts. Nach unten rechts oder nach oben links. Okay, never mind. Ich muss mir erstmal einen Weg aufmachen. Und... Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube... Hä? Ich habe ihn jetzt einfach so gefangen. Ich hab ihn ausgetrickst. Oh Mist, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mit mir machen, was du willst.
Was? Diese Clown. Sind das nicht. Sind die nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Ja, war ein Geschenk. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün wie du bist, hätte ich schwören können, dass du eines dieser Monster bist. Ey, nicht wütend werden. Tut mir ja selbst leid. Aber dafür gebe ich dir etwas Schönes. Warte mal kurz. Oh, er gönnt auch. So, da bin ich wieder. Übrigens, an der Klippe da vorne schienen die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du auch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Nun, ich mache mich da mal auf. Zurück zum Boss. Als kleine Dreingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Sehr gut. Und, anscheinend ist dieser Raum nicht useless. Da sich hier noch ein Herzteil befindet. Was? Die Truhe wurde aber nicht markiert, oder? Das ist mega fies, ey. Holy shit. Und wir haben sogar ein neues Herz bekommen, sehe ich hier gerade. So. Schieb mal rüber das Ding. Okay, geht nicht. Dann machen wir es halt so. Zack. Und ihn auch. So. Jetzt. So, was sucht ihr hier? Ha? Was sucht ihr hier? Drecksäcke. Mich die ganze Zeit nerven. Hier kann ich mich reingraben. Na gut. Etwas unnötig, diese Passage hier. Oh! Hallo? Zurück, zurück, zurück! Nee, das ist scheiße. Ich wollte schon eher zurückgehen. Ah, die Lava. Link, hau rein. Oder willst du als Grillfleisch enden? Okay, wunderbar. Und jetzt fließt die Lava wieder in vollem Gange. Und ich denke, wir wären auch gar nicht weitergekommen, ohne hier die Lava zu aktivieren, oder? Kann das sein? Hm, ach scheiße. Okay. Ja, was soll's. Ach komm, ey. Können wir hier vielleicht runterspringen? Nö. So. Und da oben ist anscheinend dann schon die, ja, die Flamme. Oder die Bosstür, besser gesagt. Allerdings haben wir, glaube ich, noch gar keinen Schlüssel, ne? Nein, wir haben noch gar keinen Schlüssel. Und dieses Mal werde ich den Namen von dem Schlüssel nicht wegdrücken. Keine Sorge. Moment mal. Bin doch so blöd, ne? Ach so. Wahrscheinlich müssen wir den Lavafluss erschaffen, damit die Plattform erstmal darüber schwimmt. Okay, ja. Ja, macht Sinn. Okay. So, was steht hier?
Brücke der Entscheidung, glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Okay. Ja, wir sollen aber ins offene Maul springen. Wir sollen ins offene Maul springen, hieß es von den Mogma. Das werden wir auch tun, aber erstmal werden wir uns hier noch die Schatztruhe gönnen. Oder können... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, können wir da überhaupt lang? Die Antwort ist nein. Und... Sollen... Link. Wir sollen ins offene Maul. Hä? Moment mal, hä? Siehst doch, zwei Statuen schauen sich an. Und wir sollen ins Maul springen. Warum war denn jetzt die rechte Statue falsch? Okay, ich schnall's nicht. Wahrscheinlich ist das wieder richtig easy gewesen, das Rätsel. Und ich hab's nicht geschnallt. Super. So. Und jetzt würde ich dann doch gerne mal wissen. Wie man hier Feen erscheinen lässt. Deswegen google ich mal eben nebenbei. So. Ein Herz für 10 Herzen. Ein Rubin für Rubine. Ein Pfeil für Pfeile. Ein Kreis für Bomben. Und tatsächlich, ein Triforce für Feen. Hä? Aber ich habe doch andauernd einen Triforce gemacht. Okay, Moment. Da steht... Man soll das... So machen. Ah, okay, okay. Ich bin ein bisschen dumm anscheinend. Man soll da nicht irgendwie dumm rumkrickeln, sondern man soll das in einem quasi malen, wie das Haus vom Nikolaus. Weißt du, da darf man ja auch nicht über die Linien gehen, die man schon gezeichnet hat. Na gut. Dann wissen wir es jetzt. Aua. Oh, Link. Oh, die Bewegungssteuerung. Hallo. Dass diese hässliche Bewegungssteuerung schon wieder nicht funktioniert. Ach komm, ey. Das nervt aber ein bisschen, das... Ach, fuck. Ich bin immer noch... Ich will immer noch B drücken zum Ausweichen. Irgendwann sollte man das auch mal geschnallt haben, dass es A ist. Hier in diesem Spiel. Das nervt ein bisschen, dass er automatisch zum anderen Gegner rüber switcht. Nur weil der andere... nur weil der eine sich aufs Maul legt. Ah, okay, der wird auf einmal gelb. Na gut. Ach ja. Okay.
Bei der Tür unten sind wir reingekommen. Und hier geht's dann weiter. Aber nein, das Herzteil von eben kann man natürlich nicht verpassen, wenn man da erst den Lavastrom aktivieren muss. Ist klar. So, und jetzt... Ich habe hier einen Kreis gezeichnet für Bomben. Und da kamen Rubine raus. Also einen Kreis kann man halt kaum falsch zeichnen, ne? Aber für Bomben anscheinend einfach nur ein Kreis. Manchmal erkennt das Spiel auch, ja, du willst Rubine haben. Dann denkst du halt so, ja, okay. Nur wenn du halt Rubine haben willst. Ungefähr so. Und dir werden Rubine gedroppt. Easy. Warte. Ich kann mein Schwert nicht benutzen. Meine Items auch nicht. Okay, jetzt. Bringt's überhaupt irgendwas da? Nein, bringt absolut gar nichts, da hochzugehen. So, hier wollen wir hin. Wir wollen ja schließlich zur Truhe. Geht weg. Meine Fresse. Diese Viecher. Oh, Moment. Ja, doch, schaffen wir, ne? Ja. Und da ist sie. Die Meisterkiste. Ah, okay, hier war der Treppenaufgang. Na gut. Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend. Leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Okay. Den Flügeln folgend. Können wir uns, ja, wir können uns hier reingraben. Hä, okay. Au! Oh, ach so. Das sind drei. Da hinten sind zwei. Kann ich das hier aufmachen? Nein. Da muss ich zurückkrabbeln und die Bombe benutzen. Das war jetzt noch Luck, dass ich da... nichts weiter aktiviert habe. Dass ich das in der richtigen Reihenfolge einfach so aktiviert habe. Aber wäre ich über eins der anderen drüber gekrabbelt, dann wäre es vorbei gewesen, ne? Ja gut, war aber easy das Rätsel. Und wir müssen jetzt ihn besiegen. Na gut. Zack. Ah! Weil Link da nicht vernünftig krabbeln will, der Arsch. Geh da jetzt lang, ey. Wo ich drück. Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt wieder nicht. Er bleibt halt manchmal an der Wand einfach hängen. Ja, komm, ey. So, down. Geht's jetzt wieder off? Ja, offen wollte ich sagen. Erst wollte ich auf und dann offen sagen. Daraus kommt dann off. Jetzt hätte ich irgendwie einen komischen Dialekt. Nein. Ich zum Glück nicht. Und hoch geht's. So, gib her.
Du hast den Mysterienkristall erhalten. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheinen zu fehlen. Was heißt das? Scheißegal, können wir trotzdem da reinstopfen oder müssen wir jetzt noch was anderes machen? Nö, scheint zu passen. Okay. Kriegen wir jetzt noch mal eine Fee? Nicht, dass ich sie bräuchte, aber vor dem Bossfight hat es immer eine Fee gegeben. In anderen Teilen, in anderen Zeldas, die ich gespielt habe. Ja, Tatsache. Oh. Und wir sind bestens aufgestellt mit 4 Feen. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass wir eine Flasche bekommen haben. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ja, nice. Dann speichern wir nochmal. Und treten dann ein. Ah, Moment. Die haben es aber verdient, aufs Maul zu bekommen. Ja, ja, der andere auch. Der andere natürlich auch. Jetzt Maul. Erstmal nehme ich dir dein Ding da ab. Nein. Hör auf. So. Und jetzt treten wir ein. In die Boss-Arena. Ja, da gebe ich dem Jingle ausnahmsweise mal recht. Das war was, der Dungeon. Girahim, was willst du eigentlich, ha? Na, Felix, du lebst auch noch. Treffen wir uns also schon wieder? Dass wir uns andauernd über den Weg laufen, der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Sieh dir das an. Sieht cool aus. Das Schoßhündchen der Göttin, Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass noch ein weiteres existiert? Vortrefflich! Ich habe eine Ewigkeit nach dem zweiten Portal gesucht. Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen würde. Aber nun, eine solch freudige Nachricht. Es gibt noch ein Zeitportal. Link. Bitte, er hat doch nicht seine Waffen draußen. Er will doch erstmal nur reden. So was Unhöfliches. Um einen König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Okay. Aber was mache ich nur mit dir, lieber Felix? Wenn ich mich zitieren darf. Ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dies zurücknehme? Juckt mich nicht. Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen. Du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Scheiß tu ich. Kriegst jetzt aufs Maul. Ach, du kleiner Trotzkopf. Da muss ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. Ja, kannst ja mal probieren.
Oh Mann, ey, dieses Outfit, was... Na? Die sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln, wunderschön, sieh nur genau hin. Verwandelt er sich jetzt in Link, in Shadow Link, oder wie? Kopiert er ihn? Bewundere mich, das bin ich, meine wahre Gestalt. Ein makelloser Körper, ein bildschönes Äußeres. Okay. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem... An Erbarmen. Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Felix, dieser Faden. Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Okay. Entspann dich mal, Bro. Dunkelfürst, Jiraim. Aua. Drecksau. Lass los. Ah, Bullshit. Gebt dir aufs Maul. Ah, Moment. Muss ich mit den Dingern ihn schlagen oder... Ich schnall's nicht ganz. Okay. Ah, lass los. Hä? Link? Was tust du? Okay, ich schnall's nicht ganz. Ich schnall's nicht ganz. Scheiße, ich war zu spät. Okay. Nice. Schön, Link. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber mach nochmal. Okay. Wie zum Teufel mache ich das gerade? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es fühlt sich einfach... Keine Ahnung, ich fühle das einfach gerade, wohin ich schlagen muss. Oder muss man tatsächlich diese Dinger weghauen und kann ihn dann hauen? Nein. Hä? Okay. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das gerade mache, aber es funktioniert auf jeden Fall. Okay, nice. Aber so nach rechts oben zu swipen, funktioniert auf jeden Fall immer. Ja, nice. Ja, funktioniert. Ist gut. Und jetzt wird's endlich interessant. Ja gut, das finde ich jetzt allerdings leichter, weil man da... Ah! Alles klar, Bro. Weil man da genau sieht, wo man hinkloppen muss, wenn er das macht. Okay. Anscheinend eine Wirbelattacke. Ach, scheiße. Shit. Oh, da ist er. Shit.
Nein, was tust du, Link? Mann, Link, bitte. Klopp doch. Was zum... Oh, shit. Ja, schön. Nice. Er hat aber eben nicht dahin geklopft, wo ich wollte, ich schwör's. Also nicht, als er da seine Dinger geworfen hat, sondern davor. Ah, Bullshit. Ich bin gerade zu blöd dafür. Ich bin einfach zu... Ich weiß nicht, warum ich... Ich weiß nicht, warum ich das gerade nicht hinbekomme. So. Hä? Okay. Nice. Ja, fast. Gut genug. Ja, 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 ja. Okay. Hätte zwar gern noch einen zweiten Hit gehabt. Aber nun gut. Okay, und ich gehe fast down. Nur ich habe ihm ins Maul gehauen. Er hat sein Schwert verloren. Du kleiner Narr. Ich bin Geraheim, der... Dunkelfürst! Auch mit deinem ach so legendären Schwert bleibst du los, ein Kind. Dennoch wagst du es! Unwürdiger Bengel! Mein Zahn ist unendlich und unvergänglich! Wie lange es auch dauert, du sollst brennen und leiden! Hat er sich jetzt einfach verpisst? Okay, na gut. Was ein Loser. Erstmal zum Kampf herausfordern und wenn es eng wird für ihn, ne? Dann zieht er auf einmal einen Schwanz ein. Ich bin standhaft geblieben. Bis zum allerletzten halben Herz. Oh Mann, ey. Oh, war das knapp. Gut, wir hätten zwar noch 1000 Feen gehabt zur Absicherung, aber ist natürlich geiler, wenn man das ohne Fee hinbekommt, ne? Ist klar. Und da ist sie. Dienstflamme. Oder Eldienstflamme. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Dienstflamme. Ja, komm, Link, halt hin, das Ding. Du kannst es immer noch nicht mit nur einer Hand. Link, wie dumm bist du eigentlich? Nun ja. Da ist sie nun. Dienstflamme hat dein Schwert gestärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Und da ist es. Das Master Sword. Ja, ziemlich geil. In diesem Spiel gelöst. Ich hab das mal irgendwann, gesagt, von wegen, ja, das ist echt gut in einem Spiel gelöst. Und da seht ihr es, sobald man alle Flammen hat,
verwandelt sich das Schwert zum Master Sword. Also man kriegt es nicht einfach in den Arsch gesteckt, sondern man hat von Anfang an quasi das Master Sword, nur man muss das erst zu dem entwickeln. Gebieter, dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Master Schwert. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Noch nicht. Erstmal werden wir noch so einiges erledigen müssen. Obwohl, ich weiß gar nicht. Das Spiel ist dann noch nicht vorbei, ne? Wenn wir das Portal aktiviert haben. Weil uns fehlt ja auch noch so ein Lied. Ich weiß es nicht. Aber wir kehren erstmal ins Wolkenmeer zurück. Und da fällt mir ein, ich hätte den Part gerade echt gut beenden können. Dumm von mir schon wieder, dass ich daran nicht gedacht habe, einfach gerade den Part zu beenden. Aber was soll's, dann beenden wir ihn halt hier oben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Geil, dass wir einen Dungeon genau in die Folge reinbekommen haben. Und dann schaue ich mal, was wir so im nächsten Part machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr noch nicht getan habt. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.